Willkommen zurück zu einer neuen jugendlichen Folge Shadow of the Tomb Raider. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Kiddos, die das letzte Video bewertet haben. Wir spielen die kleine Lara. Ist sie nicht süß? Unsere kleine Lara, die irgendwie ihr ganzes Spielzeug und ihre Sachen zum Spielen kaputt macht. Lara demoliert ihre eigene Schaukel. Nicht schlecht. Oh, weiße Königin. Eine kleine Spielfigur. Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel, aus das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? Okay, man kann doch irgendwas hier finden. Ein Hinweis, ein A. In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. Die Mami. Ja, aber die Mami ist tot. Und mein Vater nimmt auch ein sehr, sehr tragisches Ende. Wow, oder? Was für ein Anwesen. Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Was für ein Anwesen. So wäre ich als Kind auch ganz gerne aufgewachsen. Doch, echt. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Frau Lara Croft. Alter, die hat ja so einen richtigen Abenteuerspielplatz. Qualitativ. Ein Seiltunnel. Sau cool, was ist das da? Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Das Ding kann ich jetzt werfen, oder was? Das hat nicht gereicht. Wo? Im Nest oben ist irgendwas? Moment. Alter! Was hat sie denn für Superkräfte? Was ist das hier für ein Ding? Okay, ich habe schon meine Fähigkeiten, aber wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch? An Seil können wir auch nicht ran. Doch, können wir. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Ja, und jetzt in der Gegenwart machst du es wirklich. Ist das nicht cool? Als Kind hat sie davon geträumt. Und heute ist es real. Sehr cool hier, dieser Spielplatz. Wo geht's hier hin? Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Wahnsinn! Wahnsinn! In einer alten Grabkammer. Dass hier auch so viele Tiere sind. Ich meine, was ist das für ein Garten, oder? Was ist das bitteschön für ein Garten, wo so viele Viecher rumrennen? Ist das Ding so einer, den man aufbläst, oder ist das pures Blei. Ein Trainingsgewicht. 40 Kilo. Was ist, wenn ich hier es dagegen werfe? Bringt das was? Nee, das ist auf jeden Fall so einer, den man aufbläst. Ja, aber wie? Wie, wo, was, weshalb? Boing. Aber ist ja auch kein Hüpfball. Ich kenne die nur als der Hüpfbälle. Wow! Lara stürzt in die Dunkelheit. Ich kenne die nur so als Hüpfbälle. In der Größe kenne ich die gar nicht. Was hat Dad gesagt? Die ersten Nelken sprossen da, wo die Jungfrau Maria weinte? Na gut. Ich denke mal, wir müssen schauen, dass wir hier hochklettern. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Daddys Schlafzimmer. Das Unsere verbotene Heldin Grab. Muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Daddy ist der König. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Jetzt aber schnell, Mädchen. Jetzt aber ganz schnell. Alles klar, hier können wir rumgreifen. Erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Also, so war ihre Kindheit. Kein Wunder, dass sie heute so fertig ist. Und so übelst buff. Also, sie hat ja nur trainiert. Hier im Gefängnishof. Die hat ja nur trainiert. Was anderes hat der die gar nicht Turm gemacht. Der Burg ist höher als erwartet. Höhenangst kennt die gar nicht. Alter. Wenn das ihr Vater wüsste. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Oh mein Gott! Okay, die war schon als Kind extrem gestört. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang.
Ganz normal. Habe ich auch immer gemacht. Mit 9 Jahren habe ich das auch immer gemacht. Oder wie alt ist sie hier? Geh weg! Ja, mit so 8, 9 Jahren habe ich das auch gemacht. Genau sowas. Da bin ich auf der Villa Keystraw rumgeklettert. Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Ja, das ist meine Jugend. Damals auf der Villa Keystraw rumgekraxelt. 16 Meter Höhe. Wahrscheinlich eher 20. Ich bin immer viel zu bescheiden. Fast geschafft. Alright. Okay. Dann quetschen wir uns hier mal durch. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Alter Mädchen. Sie lebt auf jeden Fall mit starken Wahnvorstellungen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Das nennt man Scheibe. Fensterscheibe. Ja, das ist kein Kraftfeld, das ist Glas, Lara. Unsere furchtlose Abenteurerin ist Glas. Auf dem Gipfel. Lecco mio. Was war denn das? Alter. Zieht euch mal hier den Vorgarten an. Zieht euch mal hier den Vorgarten an. Ja, zieht ihn doch mal an, liebe Kinder. Es ist kalt draußen. Die Briten, die wissen, wie man lebt. Aber Lara... Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Lara kann gar keine Britin sein, weil... Die haben keine schönen Frauen. In London gibt's wirklich keine schönen Frauen. Warum ich war schon öfters in London. Warum mache ich immer Dummheiten? Weil du geisteskrank bist, Mädchen. Scheiße! Oh, holy! Alter, komm schon. Fällt das denn niemanden auf, dass hier die ganzen Dachrinnen durchhängen? Normalerweise müsste sie total zerkratzt. Über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Ist niemand aufgefallen, dass sie total zerkratzt, überall blaue Flecken und Beulen, ich meine. Naja. So, warte mal, hier ist das Arbeitszimmer. Müssen wir hier rein oder können wir noch woanders hin? Ich glaube, wir müssen da rein. Ja, also, wie gesagt, die Frauen aus England. Ich habe jetzt auch keine wirklich wahnsinnig attraktive... kennengelernt. Gesehen. Klar, natürlich gibt es auch hübsche. Liz Hurley. Okay, die sieht gut aus. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Wow. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Die weiße Königin. Nicht schlecht, das kann man bewegen, oder? Ja, das kann man bewegen. Artefakt ansehen. Okay, ich kann das jetzt hier sehen. Es hieß 90 Grad Ost und 30 Nord. Okay, aber Überlebensinstinkt, ja. Die Koordinaten können was mit dem Globus zu tun haben. Aha. Ahahaha. Okay, Moment. 30 Ost und 90 Nord. Moment, hier geht 30
Post. Moment, das da unten ist... Ach, das ist eine 0, oder? Weil hier ist ja ein Nord, Moment. Gehen wir nochmal ran. Ah, jetzt sehe ich auch das Ost. Alles klar. Dann muss das noch weiter gedreht werden auf 90. Ist das jetzt? Stimmt das jetzt? Okay, weiter geht's nicht. Und 30 Ost. East. Ah. Stimmt das? Das ist ägyptisch. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Sag nochmal die Koordinaten. Kann ich das nochmal sehen? Ach, ich hab's genau falsch herum gemacht. 30 Nord, 90 Ost. So. 30 N. Und jetzt noch East. Aber sie geht nicht ran. Na also. Lässt die Liebe Licht umtost. Geschafft. Ja, aber warum können wir die hier bewegen? Ich meine, was haben die denn für eine Funktion? Müssen wir die später noch sortieren? Wahrscheinlich. Also irgendwas muss man mit denen noch machen können. Vielleicht sehen wir es von oben jetzt gleich. Das Muster. Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Wahrscheinlich. Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken. Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Die Abschlusszahlung wird Ende der Woche bei Ihnen eingehen. Die Verzögerung war einem Buchungsfehler geschuldet, der inzwischen korrigiert wurde. Mit freundlichen Grüßen, Richard Croft. Ich find's cool, dass das vorgelesen wird. Das ist immer so angenehm. Man kann ein bisschen zuhören, bekommt ein paar Hintergrundinformationen. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Okay, mein Daddy hat gesammelt. Schädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Mein Daddy hat hart gesammelt. Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Seine Chihuahuas. Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Ob diese Augen Eldorado gesehen haben? Garantiert. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Mann, die Kleine weiß alles, oder? Die Kleine weiß einfach alles. 1,20 Meter groß, aber weiß alles. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Eldorado haben sie gefunden. Eine Ariki-Statue. Von den Cookinseln? 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Ja, damals hatten die es drauf. Das damalige Handwerk war unserem heute irgendwie weit voraus. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Die Todesmaske von Agamemnon. Gefunden in Mykene. Eine Stammesmaske aus Afrika. Aus Gold. Ashanti vielleicht. Da steht sogar Croft Private Collection. Ja, ich sammle irgendwelche Playstations und Figuren und er sammelt wertvolle Schätze der Historiker. Historie. Heute kann ich nicht reden. Historiker! Flügel entfalten sich. Wow! Mädchen?
Alles klar, das ist der Lara-Style. Alles drauf. Wo ist die weiße Königin? Wo ist die weiße Königin? Okay. Schau mal, hier drüben ist noch ein Bild. Hat das irgendeinen... Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Das bedeutet, die beiden hier müssen an die rote Stelle, oder? Sehe ich das richtig? Warte mal. Also, mein Freund. Wir schieben dich mal ganz schnell hier rüber, damit wir Platz haben. So, dann musst du auch mal ganz schnell hier weg. Dann komm mal mit. So, müssen die auch noch alle am Ende korrekt stehen? Kann man die drehen oder sowas? Also wir können die jetzt alle hier schön... Na, das können wir sogar hier hinstellen, rein theoretisch. Das ist jetzt erstmal egal. So, dann kommst du mal hier hin. Nur mal, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert, was wir hier uns gerade überlegen und ausdenken. Aha! Der Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. So, mein Freund. Du gehst mal ganz schnell hier drüben hin. Na, sie hatte echt eine tolle Kindheit. Ganz ehrlich. Ich wünschte, ich hätte so eine Kindheit gehabt. Mir ein paar Mal die Knochen brechen und so. Ist geil, Mann. Ist mega geil. Da bin ich ganz bei dir, Lara. Da bin ich ganz bei dir. Okay, reichen die beiden. Da ist sie. Die weiße Königin. Sie, ich muss ihr helfen. Ich darf da nicht drauf drücken. Die nächste Frage, wie kriegen wir die hier raus? Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Müssen die anderen auf irgendwelchen Positionen sein? Weil hier ist ja das X für die Königin. Ich schieb dich mal hier hin. Ob es irgendeinen Effekt hat, weiß ich nicht. Lass doch los. Und den schieben wir einfach mal hier hin. So, hat nichts verändert. Ich muss die weiße Königin befreien. Wir müssen irgendwie die Leiter wieder hochziehen. Vielleicht, wenn wir den Globus nochmal verdrehen. Jetzt kann ich sie befreien. Das war die Lösung. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Noch ein Stück. Erstaunlich. Wer baut sowas? Ganz ehrlich, Mr. Croft. Gibt's eine Firma für? Das arme Ding hat durch die Roststirn bestimmt kaum was gesehen. Gibt's dafür eine Firma oder? Harnisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Harnische waren. Die armen Pferde. Ja, die armen Pferde, aber im Ernst, wer baut sowas? Kann man da eine Firma beauftragen? Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet.
Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen? Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Was hält... Ups, sorry. Ich musste irgendwie hier reinklicken. Keine Ahnung warum. Weil ich mir jetzt hier sowas Hässliches machen kann. Ah, der Teppich. Kaiserin Jaguar-Weste. Vorteile. Feindentdeckung. Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken und als Bedrohung zu identifizieren. Vorteile. Beine. Leer. Dann haben wir hier die Abendsternstiefel. Die tragen wir nicht jetzt, sondern wir tragen die hier. Okay, das sind die, die wir gemacht haben wahrscheinlich. Nein, das sind die hier. Lautlose Bewegung. Rennen Sie leiser, wodurch Lara schwieriger zu entdecken ist. Okay, cool. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ach, jetzt. Willst du irgendwas sagen, Bruder? Was es auch ist, wir schaffen's schon. Ey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder? Nö. So, wir haben wieder zwei Punkte. Zwei coole Punkte. Sicht der Eule. Augen des Adlers. Okay, das ist, ja, ganz nett. Ach, das haben wir schon. Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Wenn es weiß ist, haben wir es doch. Was ist das hier oben? Das haben wir auch neu. Sitz des Adlers. Wir können schneller klettern. Ja, das weiß ich. Dafür bauen wir drei Stück. Bup, 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 bup. Bedrohung des Fuchses. Erholung des Pumas. Ich glaube, das nehme ich mir mal mit. Denn wir merken es ja immer wieder, der Bogen ist wichtig. Super wichtig. Schlauer Fuchs. Ich glaube, darauf spare ich jetzt hin, auch für die nächsten Waffen-Upgrades. So, Freunde, die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und tschüss!